Ein Gliom bezeichnet eigentlich eine Familie von Tumoren des Gehirns, die von den Stützzellen des Gehirns ausgehen, den sogenannten glialen Zellen. Wir unterscheiden, das häufigste Gliom ist das sogenannte Glioblastom, ein sehr schnell wachsender und an jeder Stelle des Gehirns vorkommender Tumor. Von vielen anderen, wie zum Beispiel Ependymomen, Subtypen der Gliome wie Astrozytome, die auch alle speziell und unterschiedlich behandelt werden. Zu den Behandlungsformen gehören im Allgemeinen initial immer mindestens eine chirurgische Biopsie, wenn nicht komplette Herausnahme des Tumors, bis hin zu Strahlentherapie und medikamentösen Therapien.